Und die Tourismussprecherin der Grünen setzt fort, Barbara Nessler. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, geschätzte Ministerin, für viele Tourismusbetriebe ist die derzeitige Situation wirklich alles andere als einfach. Und es ist mir vollkommen bewusst, dass wir hier die größtmöglichste Anstrengung unternehmen müssen, um den Betrieben eine Zukunftsperspektive zu bieten, insofern es uns halt im Anbetracht vom Kontext der Covid-Krise möglich ist. Aber was es über das Krisenmanagement, das jetzt schon mehrfach angesprochen wurde und ausgeführt wurde, was es über das Krisenmanagement braucht, was es jetzt braucht, sind im Großen und Ganzen drei Punkte. Erstens, es braucht die kurzfristigen und schnellen Hilfe, um die Betriebe, um die Arbeitsplätze zu sichern. Zweitens, es braucht, ich nenne es jetzt mal die Vorerkrankungen der Betriebe, die angegangen werden muss. Und drittens, es braucht, dass wir auch die Krise nützen, um hier die Weichen zu stellen, um für einen krisenfesten und zukunftsfitten Tourismus anzugehen. Und um auf die Punkte einzugehen, zur kurzfristigen Absicherung. Wir haben zahlreiche Maßnahmen erstellt für die Branche. Beispielsweise, was schon angeführt worden ist, der Fixkostenzuschuss, Einsatzweis, Kreditmoratorium, Verlustrückgrat, die Kurzarbeit, der Umsatzersatz vor 80%. Und wenn es hier noch weitere Maßnahmen braucht, wie es der Herr Schellhorn angeführt haben, dann werden wir auch weitere Maßnahmen erstellen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass der Tourismus nicht nur einer der größten Arbeitgeber ist, sondern dass eine ganze touristische Wertschöpfungskette noch dranhängt, vom Bäcker vor Ort bis hin zur Bergführerin, bis hin zur Tischlerin. Und es wird aber über das aktuelle Krisenmanagement hinaus noch mehr brauchen. Denn spätestens jetzt merken wir, auf welchen wackeligen Beinen unser Tourismus steht. Und alleine, wenn man die Eigenkapitalsquote, die negative Eigenkapitalsquote der Betriebe anschaut, dann wissen wir, dass wir die Tourismuswirtschaft langfristig auf sichere Beine stellen müssen. Und ich habe schon öfters betont, der enorme Konkurrenzdruck und der Investitionsdruck in der Branche mit dem Konzentrationsprozess kann dazu führen, dass einfach nur wenige davon profitieren, aber viele darunter quasi leiden oder verlieren. Und das ist nicht nur aus dem ökonomischen Aspekt, sondern auch aus dem ökologischen Aspekt wenig gewinnbringend. Und wir müssen jetzt darüber sprechen, in welche Richtung sich unser Tourismus entwickelt, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Und die Covid-Krise, das wird nicht die letzte Herausforderung sein für unseren Tourismus. Stichwort, das wurde davor schon angesprochen, gerade wenn man im Hinblick zum Wintertourismus schaut und ich schaue über die Saison darüber hinaus, ist die Klimakrise. Und die Krise ist wie ein Vergrößerungsglas, das bestehende Probleme radikal aufdeckt. Und bestehende Probleme können nicht gelöst werden, indem wir sie ignorieren, sondern wir müssen sie angehen und im Prinzip heute schon an den Tourismus von morgen denken. Und ja, auch zu Ihnen, geschätzter Kollege Hörl, der hat zwar gerade telefoniert, aber trotzdem, wir werden nicht umhin kommen, dass wir eine Veränderung im Tourismus einleiten müssen. Und das hat nichts mit Hetze zu tun, sondern das ist dringend notwendig. Wir müssen den Tourismus krisen- und klimafest anlegen. Und keine Angst, Herr Hörl, es geht jetzt nicht darum, dass wir nachher alles Öko werden, sondern es geht darum, dass wir unsere Geschäftsgrundlage nicht kaputt machen. Denn die Natur ist das Kapital vom Tourismus. Und es geht darum, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Und für uns heißt das, dass wir die Förderstruktur in dem Sinn ändern müssen, dass das kleinbetriebliche, oft familiär geführte Betriebe, die schon in die Richtung sozial nachhaltigen Tourismus gehen, dass wir sie besser unterstützen, dass wir Fairness in der Branche schaffen, dass wir schauen, dass die kleineren Betriebe nicht unter den Investitionsdruck kommen und vom Wachstumszwang quasi verlieren, sondern dass wir schauen, dass wir da wirklich Fairness in der Branche schaffen und dass wir vor allem der kleinere, kleinstrukturierte, familiär geführte Betriebe unterstützen.
Und genauso müssen wir am Anfang quasi was ändern, wenn wir uns anschauen, wie werden denn die Erfolge im Tourismus überhaupt gemessen. Und im Moment beschränken wir uns nur auf die Nächtigungszahlen. Das sagt aber weder was über die Qualität noch sonst irgendwas aus, sondern wir müssen uns anschauen, welche Indikatoren braucht es zur Erfolgsmessung. Wie viel Wertschöpfung bleibt in der Region? Wie schaut es mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im Tourismus aus? Wie zufrieden sind die Gäste? Wie lange sind unsere Gäste hier und so weiter? Aber weil jetzt die Zeit abläuft, ich sage, nützen wir die Zeit, den Tourismus krisen- und zukunftsfest zu machen, denn krisenanfällige Wachstumskonzepte sind im wahrsten Sinne des Wortes Schnee von gestern. Danke. Schnee von gestern will Barbara Nessler von den Grünen nicht. Sie ist Tourismussprecherin ihrer Partei, denn sie will heute an den Tourismus von morgen denken und der muss klimafit sein.